So Leute, willkommen bei einer neuen Folge Sifu, Alter. Heute, ihr seht schon, nicht mit Sifu, nicht mit Sean, sondern mit fucking CJ aus GTA San Andreas. Wir werden uns heute in den Club wagen. Falls euch der Mod interessiert, ihr könnt auf Nexus Mod gehen. Der wurde, glaube ich, gestern hinzugefügt. Und es gibt auch für den nächsten Part noch einen ganz, ganz abgefuckten, aber ich finde es sehr, sehr lustigen Mod. Aber lasst euch überraschen. Ich meine, ich nehme jetzt zum Anschluss wahrscheinlich auf. Wir werden jetzt erstmal gucken, wie wir zu Sean kommen, ohne groß auf die Fresse zu bekommen. Das ist halt der erste Plan. Weil das Gebiet vor Sean halt schon echt ein bisschen nervig ist. Und ihr kennt ja die Logik. Erstmal diese Unschuldigen einfach wegtreten, weil Rauchen ist schädlich, verursacht Krebs. Ihr wisst Bescheid. Die Sushi-Rulle treten wir auch noch um. Ja, wir sind halt einfach auf der Suche nach Big Smoke. Okay. CJ ist nicht so powerful wie Sifu, ich merke schon. Aber der hat einfach im Los Santos Gym übelst abtrainiert. Ja, ich meine, das ist heute die erste Runde, Sifu. Wir sollten erstmal ruhig rangehen. Eins nacheinander. Wir haben ja ein bisschen Flow schon raus von dem Level zumindest. Wir haben es ja oft genug machen müssen bis jetzt. Ja, ich meine, guckt euch diese freshen Moves an. So, holy shit. Wir suchen euch gleich noch ein paar kleine, wie nennt man es, Lebensqualitätsverbesserungen zu zeigen, die man hier anwenden kann auf der Map. Wenn ihr werdet schon vielen Shit kennen. Also die Frage ist halt auch, ob ich es überhaupt hinbekomme, das Ganze. Zum Beispiel bei dem beliebten Gegnerpaar, wo du gegen zwei auf einmal kämpfen musst, gibt es, glaube ich, eine Mechanik, würde ich fast sagen, wo du quasi nur gegen einen kämpfen musst erstmal. Weil der andere ein bisschen beschränkt ist in dem Moment dann. Aber ihr seht ja, Junge, Carl Johnson ist halt einfach, Junge, er ist Karate. Das ist nicht Carl Johnson, sondern Karate Johnson. Ich muss ja sagen, auch die Remakes von den GTA-Teilen würden mich sehr interessieren zu zocken, aber die sollen halt absolut scheiße sein. Ich denke mal, dass ich jetzt demnächst irgendwie Lost Ark mal anfangen werde, so nebenbei noch. Weil gerade meine ganze Zeit, wenn ich am PC gehe, geht halt absolut für Sifu drauf. Damit wir ein bisschen Stuff auf YouTube hochladen können, weil das mir selber absolut Laune macht, das Game. Was ich lange nicht mehr gehabt habe, dass mir ein Game so gut gefallen hat. So, nächster Strike. Und zwar so. Immer schön am Boden halten, die Dame. Ja, ihr seht, wir sind einfach GG. Ah, wir müssen ja, wisst ihr was, wir müssen die große Runde laufen, denke ich mal, wenn wir dafür gehen wollen. Wirkung der Parade 5000, das wird teurer, oder? Ist teurer geworden? Ich glaube schon, Alter. Maximale Form, das ziehen wir erstmal hoch. Komm. Gehen wir halt einen langen Weg, ist auch nicht schlimm. Okay, perfekt. Was wollen wir sehen? Ja, die Tigerhände von Carl Johnson, brutal. Brutal, der Typ. Jungs, guckt euch diese Parries an. Einfach und jetzt runter. Komm. Runter mit dir. Hup, RIP. Junge, GG. Ich weiß halt nur nicht, ob man Stöcke wirklich blocken kann, ey. Ja, guck mal an, was ein Flow da drin ist in dem Game langsam. Insane. Oh, okay, das war dumm von mir. Aber egal. Perfekt. Ist sie da drüben noch? Die Dame? Vega? RIP, nice. Flasche. Wir haben hier irgendwo noch eine Flasche, das weiß ich. Oder steht die hier vorne rechts, wenn du reinkommen bist? Könnte auch sein, aber hier ist keine. So. Gute Absolut-Wodka direkt ins Gesicht. Ballert. Böse. Oh, okay, ich habe den Move leider nicht gesehen. Aber bockt nicht.
So, ihr wisst ja Bescheid, ne? Holzbrett kaputt machen, Waffe nehmen. Ist broken. Aber funktioniert halt auch einfach viel zu gut. Und einmal das. Dann das. Dann das. Ja, wir sind sehr wild, Leute. Wir sind sehr wild. Oh, okay, okay. Da haben sie uns. Kein Problem. Kein Problem. Oh, das ist eine böse Kombo, die ich da kassiert habe. Oh, holy shit. Komm, komm. Hammer. Hammer. Zwei dicke kriegen wir auch easy hin. Pass mal auf jetzt. Pass mal auf jetzt. Pass auf. Pass auf. Easy. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja, ja, ja. Wir sollten zurückgehen. Eindeutig. Wir müssen die Umgebung ein bisschen nutzen. Wichtig bei denen. So ist gut. Oh ja. Okay, 22. Komm, geht klar. Wir nehmen uns mit das hier noch einmal. Dann haben wir die auch freigeschaltet, die Tigerklaue. Enkeltritt, ja, ich weiß nicht. Nachsitzender Stolperschlag, Haken, Abfang, keine Ahnung. Ja gut, das war vielleicht jetzt nicht so perfekt, wie ich dagegen gegangen bin. Ich weiß auf jeden Fall, du kannst einen One-Shotten. So, komm. Einer ist nicht mehr das Problem. Wunderbar. Weiter. Wir brauchen die Punkte. 5000. 5000 Punkte sind unser Ziel. Nach 5000 Punkten geht es halt richtig ab. Dann kriegen wir erstmal die... Oh ja, die waren auch ein Problem gewesen, ich weiß noch. Ja, sie hauen halt einfach direkt den Feger raus, gell? Crazy. Crazy mal, Fogger. Junge, der Base in dein Gesicht. Ja, wir haben einfach den Cheat benutzt. Ja, Jump Jet. War ich heute noch. Einfach für den Hydra Jet. Insane, Alter. Alle runterschmeißen. So muss es. Jawohl, ich weiß gar nicht, ob du dich wehren willst mir, aber egal, weil ich bin CJ Johnson. Oh fuck, das wollte ich jetzt noch nicht eigentlich. Wir hätten kurz warten sollen. Oh, das wird hart jetzt. Das wird jetzt hart, let's go. Hier haben wir auch. Passt. Den machen wir auch schnell weg. Wir müssen den Dicken alleine haben. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Er wackelt. Er wackelt, Bro. Passt. Amber. Let it go. Komm. Jetzt fängt es an, kritisch zu werden. Jetzt kommen die harten Abschnitte. Erstmal der Stabkampf, ne? Kam als erstes? Ja. Oh nein, er. Das kann böse werden. Das kann sehr böse werden. Wir müssen jetzt alles einsetzen, was wir haben, um hier clean durchzukommen. Haben wir Feger? Nochmal. Was war denn das gerade, Bro? Mir geht's ja gar nicht gut, oder? Hammer. Nice, nice, nice. Gut, 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 gut. Neonröhren sieht hier einfach aus wie ein Puff, ey. Das gibt's nicht. Ah, jetzt kommen wir zur ersten Statue. Okay, komm. Erste Statue, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Vega, komm, weiter. Immer weiter. Immer weiter massakrieren. Das guckt euch an, wie insane der ganze Shit ist. Guck mal, Ultra-Instinkt einfach gemastert. Holy shit, ich bin einfach weiter als ein Goku schon in dem Thema.
Und beide umgetreten. Jawohl, so geht es in Spandau. Frankfurter Bahnhof-Style nenne ich's. Das ist meine Art von Kämpfen. Der tägliche Kampf ums Heroin, Alter. CJ ist wild. CJ ist sehr wild. 3800. Okay, wir müssen noch weiter. Oh, wir hätten wenigstens noch das Leben mitnehmen können. Ah, ich hab's gejoked. Gechoked hab ich. Jetzt kommt ein easy Abschnitt. Okay, ihr kennt ja noch alle den Trick. Wir wollen eigentlich nur nach oben oder ihr seid halt einfach gut und macht sie direkt so weg. Das geht so oder so, keine Ahnung. Wie ihr wollt. Geht gern den Weg einfach nur. Und schon direkt gefailt von Anfang an. Alles nicht gut, wir haben verkackt. Normalerweise könnte man hier einfach für Parries gehen und gut wäre die Sache. Und dann die von oben runterwerfen. Aber trotzdem, wir haben ja noch einen Trick übrig für den starken Gegner da oben. Der uns unser Leben sehr erleichtern wird. Wir haben Ziegelsteine, sehe ich gerade. Holy shit. Komm. Die haben sich gegenseitig aus. Es sind so Idioten, das gibt's gar nicht. Oh, der war böse. Der war böse, Bro, der Konter. Ups. Ich hab die umgepult, ist gar nicht gut. Oh, wir haben verkackt. Moment mal. Wir müssen es jetzt anders machen. Ist aber nicht schlimm, es gibt noch andere Wege so rum. Gibt auf jeden Fall noch andere Wege. War einmal so. Wo ist die Dame? Oh, die pisst das gar nicht an. Okay, cool. Ja, ich nehme alles zurück. Wir haben doch eine Chance. Top. Oh, ich liebe diesen Move. Der ist so geil. Ah, nee, der Stabkampf, der kommt trotzdem noch. Der kommt erst danach. Stimmt. Das ist Sean. Unser erstes Ziel. Oder unser zweites Ziel, so rum. Den Stock her, Mädel. Oh, das war ein Fehler. Das hätten wir nicht machen sollen. Wir brauchen den Tritt, damit der Trick funktioniert, dass wir nur gegen einen kämpfen. Oh, das war kacke. Das habe ich jetzt verschissen gerade. Selbstständig verhauen, das Ganze. Wie machen wir es jetzt? Ist die Frage. Ich meine, wir haben einen neuen Key bekommen. Geht der vielleicht für die Tür hier rechts? Ist das machbar? Dann damals, irgendeiner hat von euch in den Kommentaren geschrieben, dass das Ding fürs Heiligtum hier vorne war irgendwo. Nee. Nee, oder? Nee. Okay, macht nichts. Gut. Jetzt ruhig. Ruhig. Jetzt kommen wir an die Sache, wo es hart wird. Hier wird's. Zwei Tode, drei Tode können drin sein. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist scheiße. Wenn wir den jetzt liegen lassen, der müsste nämlich so eine kurze Zeit. Digga, du bist so eine gottverlassene Hure. Das gibt's gar nicht. Die Junge noch nicht mal im Nonnenkloster würden sich ja aufnehmen, weil sie sagen, du bist so schmutzig. Ich kotz gleich. Richtig widerlich. Digga, wie. Oh, widert ihr mich an, ihr zwei? Ihr seid so Pisser. Ich hab noch gesagt, dass das hier ein übelstes Pissgebiet ist. Imagine, du hast Yang besiegt und jetzt scheitert's an so einer. Oh, Junge. Das ist doch kacke. Aber dafür sind wahrscheinlich die Stäbe, ne? Dass wir dann gegen den Boss gleich erstmal ein bisschen parryen können. Nehmen wir mit. Obwohl, in der ersten Phase können wir ja durchmeddeln. Stimmt. Brauchen wir gar nicht groß mit parieren zu arbeiten. Und was weiß ich.
Raum des Gegners. Let's go. Queen Gong atmen. Das ist ein Raum, auf jeden Fall safe. So, dann holen wir uns den. Erste Phase, hoffe ich, kann ich noch. Das ist halt das Problem. Oh, Digga, nice, Alter. So. Ja, okay, wir setzen ihm schon böse zu, würde ich mal behaupten wollen. Aber das ist ja auch noch jetzt das Problem hier. Die zweite Phase ist dann erst toxic as fuck. Ihr seht gerade einfach einen absoluten Sifu-Meister. Holy shit. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich habe mir noch kein Tutorial angeguckt, wie man die Bosse am besten aus Ausdauer bringt, weil ich töten auf jeden Fall, wenn ich jetzt so weiterkämpfe. Ich weiß nicht, wie ich den Typen parieren soll mit seinem Stab. So, erste Phase. Passt. Passt, passt, passt. CJ ist einfach... Es sieht so dumm aus. Jawohl, Junge, mit CJ. Okay, wir brauchen eine Waffe. Wir brauchen auf jeden Fall eine Waffe. Auf jeden Fall eine Waffe. Wir brauchen auf jeden Fall eine Waffe. Der Typ, der ist komplett auf Testo eh. Wollt ihr überreden? Was ist denn hier ein Stab? Och nö. Ich hab gerade eben erst angefangen, Bro. Ich glaube, ich muss den Schulterstoß abwarten. Ich glaube, ich das Einzige, was ich blocken kann. Ich glaube, die kannst du nicht blocken. Ich krieg's aber einfach nicht hin, ne? Schon wieder verkackt, Mann, ey. Wir müssen halt irgendwie diese Ausdauer ringen bei dem. Ah, falsch ausgewichen. Ich glaube, das wird hart kritisch, dass es überhaupt funktioniert, was wir da vorhaben. Also mit dem Verschonen. Es kommt mir ziemlich Bullshit-mäßig vor, was hier gerade abgeht. Weil er ist einfach schon fast RIP. Obwohl, nee, parieren reicht einfach schon. Oh lol, wir müssen ihn nur parieren. Und halt immer mal wieder ausweichen zum Rängen von dem Ganzen. Ah, ich verstehe das Prinzip hier von Lul. Ich bin so dumm. Es geht gar nicht mehr ums Damage machen oder ums Parieren danach, sondern einfach nur um die Schläge abzufangen.
Oh, was? Was, was, was? Okay, wir müssen cool bleiben. Es sind noch gute Malte dabei. Scheiß drauf. Jetzt, wo ich verstanden habe, wie das Ganze überhaupt funktioniert oder läuft. Komm, Bro. Komm, Bro. Okay, okay. Passt, 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 passt. Weg da, ruhig. Chill dein Leben, Mate. Jawohl, let's go. Was hast du denn? Warum kidding me, Junge? Ich will dich verschonen, Bro. Jungs, bin ich nicht gerade wild unterwegs, seid ehrlich. Das ist einfach der Carl Johnson-Mod, was soll ich sagen? Würdet ihr euch mit dem Typen aus GTA San Andreas freiwillig anlegen? Ich denke nicht, nein. Und der Schlag ist auch gar nicht so dieses Problem, weil du einfach danach wegrollen kannst, wenn du keinen Schaden bekommst. Oh, okay, jetzt habe ich gejuked. Jetzt habe ich das Ganze gechoked. Scheiß drauf. Passt, geht noch voll klar, 29. Komm, komm, komm. Komm, verschon! Nein. Oh, okay, ich dachte gerade, ich töte ihn. Oh, mein Herz. Hä? Oh, Digga. Junge, was war denn das gerade? Leute, wir haben's. Zweiter Boss. GG, Leute. GG. GG. Liebe geht raus, Alter. Digga. Episch. Epischer Shit. Let's go. Zweite Folge direkt verschont. Alter, ich würde sagen... Ich würde sagen, haut's rein, Leute. Wir sind in der nächsten Folge von Sifu. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Kommt heute Abend in den Stream vorbei. Sag ich mir, 7 Uhr fangen wir an mit Sekiro. Let's go. Tschö, tschö.